Als Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen in Lake Placid 1980 hat Karin Riediger-Heinkes viel zu erzählen. Wird sie heute von ihren Eislaufkids des DSC Kaiserberg zu ihren Erlebnissen bei den Olympischen Spielen befragt, funkeln ihre Augen. Wettkämpfe hat sie zuhauf absolviert, aber Olympia war für sie ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, das war natürlich ergreifend. Wir haben große Wettbewerbe vorher schon gehabt, bei Europa- und Weltmeisterschaft, aber so eine Olympiade, alleine schon der Einmarsch, das war natürlich die Eröffnungsfeier, war, das ist jetzt noch irgendwo im Körper drin. Wenn ich daran denke, ist immer wieder ein neues Erlebnis. Von ihren Olympia-Eindrücken berichtet sie oft und gerne, wie Isabel Heinkes, ihre Tochter, berichtet. Die Leidenschaft für den Eissport hat sie von ihrer Mutter in die Wiege gelegt bekommen. Als Trainerteam möchten sie zusammen ihre Leidenschaft und Erfahrungen an die jungen Nachwuchstalente des DSC Kaiserberg weitergeben. Ja, wir haben natürlich total viele Aufnahmen davon, Fotos, und Mama erzählt natürlich extrem viel davon auch, wenn wir sie immer danach fragen. Und es ist immer schön, sowas zu sehen und eben auch jemanden zu haben, der das erlebt hat und der wirklich davon erzählen kann, wie schön diese ganzen Emotionen sind. Und natürlich möchte man das dann auch selber erleben oder eben auch irgendwelche Sportler dorthin bringen. Helen trainiert schon seit langer Zeit bei Karin Riediger-Heinkes. Sie ist absoluter Olympia-Fan. Wenn sie nicht gerade auf dem Eis steht oder Hausaufgaben macht, schaut sie ausschließlich die Olympischen Spiele. Eines Tages möchte sie selbst bei Olympia teilnehmen. Wenn ich nicht gerade auf dem Eis stehe oder Hausaufgaben mache oder esse, da gucke ich wirklich nur Olympia. Also das ist wirklich mein Ziel, das zu schaffen, nach Olympia zu kommen. Für Helen ist ihre Trainerin ein absolutes Vorbild. Den olympischen Wettkampf ihrer Trainerin hat sie schon unzählige Male genauestens studiert. Ich gucke mir die Kühe auch ganz, ganz oft an und ich finde es einfach toll, dass ich dann auch bei ihr trainieren kann. Die steht ganz oben auf meiner Vorbildliste, auf dem ersten Platz. Für ihre kleinen Talente wünscht sich die Olympiateilnehmerin nur das Beste. Stolz wäre sie auch, wenn eines der Kids in ihre Fußstapfen treten würde. Mit Rat und Tat steht sie den Kindern begeistert zur Seite. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, ja. Das ist zwar ein hohes Ziel, aber ich glaube, die Kinder haben alle irgendwie so ein Ziel, sonst würden sie nicht trainieren. Wer weiß, vielleicht wird in den nächsten Jahren die nächste Duisburgerin für den Eiskunstlauf bei Olympia antreten. Der Spaß kommt auf jeden Fall bei den Kids nicht zu kurz.